in diesem Video eine Objektivmarke, die wir schon länger nicht mehr hatten. Leider muss ich sagen, aber jetzt gab es in letzter Zeit zwei spannende neue Objektive. Und zwar hier einmal das 30mm von IWIX mit einer Blende von 1,4. Ein rein manuelles Objektiv, zumindest was den Fokus angeht. Ob das trotzdem eine Empfehlung ist, das erfahrt ihr jetzt im Test. Schauen wir uns das IWIX 30mm 1,4 mal ein bisschen aus der Nähe an. Ihr seht schon, in Korea hergestellt, aber ein polnisches Unternehmen. Hat man in der Vergangenheit auch schon bekannt, sagen wir, für dieses Objektivdesign. Ziemlich guter Wiedererkennungswert, würde ich jetzt mal sagen. Was man wieder sieht, ein sehr großer manueller Fokusring. Ihr habt hier auch noch einen Lockschalter für den Fokus. Wenn ihr den reingelockt habt, ja, sollte man hier nicht drehen können. Ist ein Testmuster. Wahrscheinlich waren einige Kollegen nicht ganz so schlau, haben da schon mal ein bisschen dran gedreht. Deswegen macht es jetzt hier nicht so den ganz großen Unterschied. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ihr seht hinten, schönes Metallbajonett mit einer Gummilippe dran, prinzipiell auch ein wetterfestes Design. Der Rest des Objektivs ist außen aber aus Kunststoff gefertigt. Dürfte drin aber auch einiges an Metall sein, denn immerhin 863 Gramm, also schon ziemlich ordentliches Gewicht. Und wie man vielleicht auch für so ein manuelles Fokusobjektiv erwartet, auch so eine schöne alte Fokusskala mit drauf. Vorne dran habt ihr ein 82mm Filtergewinde, also schon ziemlich üppig das Ganze. Wie gesagt, mit dem hohen Gewicht ist auch für DSLR-Kameras gedacht. Also verfügbar für Canon EF, Nikon F und den Pentax K-Mount. Leider nicht für DSLM-Kameras, aber ihr könnt es natürlich adaptieren. Und da man ja keinen Autofokus hat, ist auch schon eine der größten Sachen weg. Und wer sich jetzt fragt, wofür hat man denn trotzdem hier hinten denn die Kontaktreihe dran? Da geht es primär um die Blende und damit kann man dann doch schon einiges über die Kamera machen. Also unter anderem natürlich die Belichtung steuern, aber auch so beim Thema Blitz und so ist es ganz gut, wenn das noch mit übertragen wird. Bildqualität des IWIX 30mm 1.4. Festbrennweite, also relativ einfache Geschichte. Wie gesagt, große Automatik habt ihr nicht, immerhin die Blende lässt sich irgendwie einstellen, aber ich musste jetzt alle Testaufnahmen manuell fokussieren. Ich habe zwei, drei Bildreihen probiert, natürlich mit Focus Peaking, Focus Lupe und so weiter und so fort. Aber nur um zu sagen, gerade bei Blende 1,4 und unendlich ist nicht so perfekt immer zu treffen. Kann es sein, dass es ein Müh besser vielleicht noch geht, wenn ihr noch ein bisschen mehr Glück habt, aber es war wirklich schon so gefühlt so ein halber Millimeter, den ich den Fokusring hin und her nur noch bewegt habe. Also ich habe mir Mühe gegeben, aber es kann sein, dass es noch ein ganz, ganz klein wenig schärfer ginge. So, sei es drum, alles getestet an der Sony Alpha 7 R4 im Bildzentrum bei Blende 1,4. Es ist an und für sich scharf, aber es fehlt so ein bisschen allgemeiner Kontrast. Es sieht so ein bisschen ausgewaschen einfach aus. Aber wenn ihr da schon nur Richtung Blende 2.0 geht, deutlicher Gewinn auch nochmal so in Sachen Mikrokontrast und Kontrast allgemein. Und es sieht richtig gut aus und ich habe da persönlich gar keinen Unterschied mehr gesehen, ob ich jetzt Richtung Blende 4, 5, 6 oder so noch hochgehe. Also es ist ab Blende 2 schon wirklich richtig knackscharf im Bildzentrum und das wie gesagt einer 60-Megapixel-Kamera. In den Bildecken recht ähnliches Bild bei Blende 1,4, chromatische Aberration, habt ihr ziemlich viel drin, noch nicht viel Kontrast. Durch Abblenden ein bisschen weiter Richtung Blende 2,8 sieht es dann aber schon richtig, richtig gut aus und auch die chromatische Aberration ist schon verschwunden. Weiter abblenden bringt ein ganz klein wenig Bildschärfe noch mit rein, das war es aber schon. Verzeichnung hat man ebenfalls sehr gut in den Griff bekommen. Gut, bei einer Festbrennweite und dann auch nicht allzu kompakt gebaut, erwarte ich das irgendwo auch, dass das denn kein allzu großes Problem ist, vor allem jetzt bei nur 30 mm. Und das war schon beim Makro eine ganz große Stärke von IWIX. Das Bokeh ist wirklich toll und cremig dank 11 abgerundeter Blendenlamellen. Also es sieht wirklich richtig, richtig schick und soft aus. Klar, 30 mm ist jetzt nicht so nah dran, aber gerade so Richtung Videoaufnahmen oder Makro in Anführungszeichen ist schon ganz schick. Apropos Makro, ihr habt so 34 cm Naheinstellgrenze. Das ist jetzt nicht wirklich makrotauglich, aber man kann schon mal ein bisschen näher ran und hat auch da natürlich dann leicht abgeblendet. So Richtung Blende 2,28 auch im Bildzentrum schon eine sehr hohe Detailschärfe. Also es verliert auch da jetzt nicht allzu viel. Hat man also auch wieder sehr viel richtig gemacht in dem Bereich. Einziges Problem, wenn man so viel abgerundete Blendenlamellen hat, so Richtung Sonnensterne wird es dann schon ein bisschen schwer. Dafür gibt es aber andere Objektive, die das dann wieder vielleicht ein bisschen besser können.
Aber ihr seht schon, in Sachen Bildqualität nicht viel zu meckern. Es ist jetzt bei Blende 1.4 vielleicht nicht auf absolutem Premium-Design, wie man es vielleicht von dem neuen Sigma 35mm 1.4 DGDN kennt. Das ist dann bei Blende 1.4 vielleicht doch schon schärfer, das 40mm Sigma für DSLR-Kameras. Aber trotzdem für ein 30mm ist es eins der schärfsten, was ich gesehen habe. Wie gesagt, vor allem so ab Blende 2, 2.8 ist es wirklich knackscharf. Also da hat IWEX schon einiges richtig gemacht. So, wir filmen jetzt mit der Lumix GH5 und dem IWEX 30mm 1.4 abgeblendet auf Blende 2.5. Da jetzt weder die GH5 einen besonders tollen Autofokus hat und das Objektiv schon gar keinen Autofokus hat, mache ich jetzt mal nicht den üblichen, wie hat das jemand mal genannt, Catwalk, sondern bleib jetzt einfach mal stehen. So könnt ihr euch zumindest die Videoqualität ein bisschen anschauen. Da sind ja dann nur 8 Megapixel in 4K und vor allem das Bokeh jetzt abgeblendet auf Blende 2.5. Vor allem, da wir keinen Graufilter haben, also könnt ihr auch ein bisschen das Bokeh abgeblendet ein bisschen anschauen. Wie gesagt, ich fand es von der Bildqualität auch leicht abgeblendet, immer noch sehr schön, dank halt der 11 Blendenlamellen, wirklich ein tolles Bouquet, was da rauskommt. Also gerade für Videoaufnahmen finde ich es doch wirklich ein schönes Objektiv. Und wie gesagt, wir fokussieren eigentlich eh immer manuell, zum Beispiel für die Produktreviews, jetzt abseits der Sachen, die ich irgendwie zu Hause vor der Kamera dann mal schnell irgendwie alleine oder so aufnehme. Und dafür muss ich sagen, es ist wirklich ein schönes Objektiv, schöne Bildqualität, das rauskommt. Man muss halt dann nur wissen, wie man es einsetzt. Stabilisiert ist es denn natürlich, sage ich jetzt mal, auch nicht. Da müsst ihr dann halt eher eine Kamera holen, wie zum Beispiel die GH5 mit eingebauter Stabilisierung. Mein Fazit zum IWEX 30mm 1.4. Das Objektiv kostet normalerweise so um die 750 Euro. Also alles andere als ein Schnäppchen. Ist allerdings auch wirklich gut verarbeitet, kann man nicht sagen. Ist natürlich primär aus Kunststoff, aber macht dennoch einen wirklich guten, soliden Eindruck. Tolle Bildqualität, vor allem auch nur minimal abgeblendet, dann wirklich schon richtig, richtig scharf. Auch ohne Softwarekorrekturen sehr gut auskorrigiert, also schon in Hardware, Stichwort Verzeichnung, Vignettierung und so weiter und so fort. Tolles, cremiges Bokeh wieder drin. Die Frage ist natürlich, ist es gerechtfertigt, gerade wenn man überlegt, dass man für so einen Sigma 35mm 1.4 Art mit Autofokus jetzt nicht wesentlich mehr oder weniger bezahlt, das ist so ziemlich derselbe Preisbereich. Da muss man sich dann schon die Frage stellen. Wie gesagt, klar, gerade so in Sachen Bokeh hat es immer seine Vorzüge. Es ist auch schärfer als der Sigma 35mm Art. Gerade bei Offenblende, das war ja das erste Art-Objektiv. Das war noch nicht so gut wie die späteren, die kamen. Da muss man dann immer ein bisschen schauen, vielleicht, was ist für einen selber wichtiger. Also Bildqualität oder dann vielleicht doch eher den Autofokus zu haben. Ich denke mal, die große Stärke hier oder wo ich es primär sehen würde, ist im Bereich Video. IWEX hat auch nochmal eine eigene Cinema-Line, denn für Follow-Focus-Systeme und so weiter und so fort. Die basieren aber größtenteils auf den Fotoobjektiven. Trotzdem kann man hiermit ja toll filmen, habt ihr ja auch gesehen. Also wenn ihr eh mit manuellem Fokus filmt, dann glaube ich, wäre es ein sehr, sehr spannendes Objektiv. Kann man sich mal angucken, aber wie gesagt, gerade ohne Autofokus halt mit Einschränkungen, sagen wir mal, für Puristen primär geeignet. Was haltet ihr davon? Vielleicht habt ihr es ja sogar im Einsatz, habt noch einen ganz anderen Einsatzzweck, den ich jetzt voll verpennt habe. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.